Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Am 7.06.2020, heute ist Sonntag, also kein spannender Tag. Keine Assistenten da. Ich war mit Mama bei Stefan und Anke drüben. Kuchen essen. Da waren einige Gäste wieder zum Gratulieren noch, zum Geburtstag und nach einer Stunde circa sind wir wieder nach Hause gegangen. Da hat dann Mama einen Bekannten noch Charlie gezeigt. Der hat ganz komisch reagiert. Er hat geknurrt und gebellt. Also nicht richtig geknurrt, aber so gebrummt. Und gebellt und hat sich irgendwie gefürchtet. Aber ich glaube, er will sich nicht von jedem angreifen lassen. Und der war halt ein bisschen irritiert. Aber dann hat er sich eh gefreut. Er freut sich eigentlich über jeden Besuch. Und braucht nur kurz zum Warmwerden. Und ich kann auch verstehen, dass er sich nicht von jedem gleich angreifen lassen will. Und ja, aber dann war es ganz okay. Aber er war nur kurz da und ist dann wieder gegangen. Und wir sind noch ein bisschen draußen gesessen, weil es heute schön warm war. Und das Wetter eigentlich schön war. Aber kurz nachdem wir reingegangen sind, hat es zum Schütten angefangen. Der Himmel hat sich verdunkelt. Und es war so richtig Weltuntergangsstimmung. Und es hat von allen Seiten geschüttet. Und unsere Fensterdichtungen sind schon sehr alt. Und bei meinem Wohnzimmer und im Wohnzimmer meiner Eltern ist das Wasser über die zugemachten Fenster eingelaufen, weil die Dichtungen verschoben sind. Und das muss ich meinem Papa in den nächsten Tagen angucken. Der ist heute im Dienst. Sonst fällt mir nicht viel ein. Ich bin viel vor dem Computer gesessen. Und auch ziemlich spät aufgestanden. Und ja, es war nicht viel los. Wie fast jeden Sonntag. Aber tut auch mal gut. Wenn man nicht die ganze Zeit verplant ist. Irgendwie laufen mir überall im Gesicht. Mit der Sau, hier, hier, hier und hier. Ich weiß nicht. Ich benutze das Polar-Choice-Mittel nicht mehr so regelmäßig. Das merkt man jetzt auch an der Haut. Aber dass es gleich so ausartet, hätte ich nicht gedacht. Also möchte ich sie die nächsten Tage wieder öfter benutzen. Ich habe auch in der Früh, wenn ich wach war, so richtig ölige Haut. Jetzt auch irgendwie, aber nicht ganz so schlimm. Also teilweise doch trocken und kristallig. Wenn euch das Wort was sagt, so schuppig oder ich weiß nicht. Und dann teilweise so ölig. Und duschen muss ich morgen auch wieder. Morgen kommt die Volkshilfe. Meine Haare sind schon ziemlich fettig. Ja, das sieht man bei der dunklen Farbe Gott sei Dank nicht so. Es war die letzten Tage schon überfällig. Ich habe ja auch ein Video am großen
Computer aufgenommen und konnte es nicht hochladen, weil da hätte man meine fettigen Haare noch mehr gesehen. Das war gestern. Und jetzt sind sie jetzt schon überfett, aber morgen gehe ich hier duschen und Haare waschen. Morgen kommt Claudia wieder. Meine Eltern wollen nach Linz fahren, was fürs Bad besorgen, was es dort günstiger gibt. So Bodenfliesen aus Holz. Und mit Claudia habe ich nichts Bestimmtes geplant, aber es wird sich schon was ergeben. Sonst hoffentlich ruft morgen Kerstin an. Die geben mir nämlich schon ab. Aber ich denke schon. Und sonst gibt's einfach nicht viel Neues. Wochenende wie bei jedem. Viel zu Hause. Und ich habe meine Mutter getratscht und viel nachgedacht so. Aber mal schauen. Naja, ich wünsche euch jetzt alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.